Guten Morgen. Es ist noch ein bisschen Nacht. Und ich muss warten. Wir haben aber schon den 17. Oktober. Herr Aiwanger, grüß Gott. Ich bin derjenige, der über Ihre Sekretärin mal gegangen ist, um Sie zu erreichen. Aber noch bin ich ein freier Bürger. Ich atme frei und wohne in Bayern, in der zweitgrößten Landeshauptstadt von Bayern, in Nürnberg. Herr Aiwanger, meine Frage: Wenn Sie Hilfe bräuchten, auch Sie könnten mal genau hinschauen und hinhören, Hilfe gebrauchen. Denn das Credo, schau hin, hör hin, zeige Stimme und Gesicht. Wer wegschaut, wer weghört, ist Mittäter. Wissen Sie das, Herr Aiwanger? Ich finde es gut, was Sie bis jetzt bewegt haben. Ich finde es aber absolut ausladend, wenn Sie mit Ihren Augen die Akzentierung schriftlich vernommen haben von Ihrer Sekretärin, dass ich dringend einen Rückruf bräuchte, um in Bayern ein Menschenleben zu retten vor einigen Jahren. Ja, was sagen Sie denn? Was sagen Sie denn jetzt da dazu? Das riecht Ihnen nicht angenehm, nicht? Ich bin aber jemand, der Zivilcourage zeigt. Dominik Brunner, sagt Ihnen das was? Ergulsbach, sagt Ihnen das was? Alles in Bayern. Herr Aiwanger, es ist einfach unfassbar. Das Kreuz mit dem Kreuz und mit Ihnen. Aber Sie können es abstellen, verstehen Sie? Es gibt schon wieder einen lebensrettenden Fall. Und wenn Sie Geschichte schreiben wollen, jetzt geht es nicht um einen Hopfenbauer, sondern um eine aristokratische Gymnasialkindsmutter, seit 2014 in Nürnberg wohnend. Und das Kind möchte in einem angenehmen Lebensraum wohnen. Und das Kind wurde vom Ex-Mann mehrfach auf den Kopf geschlagen. Daher auch die zwingende Scheidung und dann die Morddrohungen und dann die Würgungen und fast Mord. Und dann kommen sie natürlich in eine Wohnung, die, wie soll man sagen, täuschend relativ frisch aussah. Da sprachen wir vom Monat Juli 14, am 1. Und im Mai wurde unterschrieben, aber erst bezogen im Juli. Ende Juli sind in Bayern, das wissen Sie genau, so die Schulferien am Start. Und nachdem die Mutter der Mutter des Kindes ihre kranke Mutter, herzkrank, in Minsk zwingend besuchen musste, war sie natürlich 2014 nicht in der Wohnung in Nürnberg. Vor Abreise war kein Schimmel in der Wohnung. Nach der Anreise war Schock. Und wissen Sie warum? Alle Zimmer voller Schimmel in den Ecken. Wir wissen aber auch, dass eine Etage höher ein Wasserschaden bzw. nicht nur ein Wasserschaden war. Zum Glück gibt es da Beweismaterial. Und jetzt, in den circa 5 Wochen,
unterstellt man der aristokratischen Gymnasialkindsmutter, dass sie nicht lüften könnte. Aber 10 Jahre kein Schimmel in der Ehe, Hauswohnung, und sie war auch selbstständig 10 Jahre in Minsk. Also sie weiß, da sie aus der Psychologie und aus der, ja, was soll man sagen, stylistischen Ebene kommt, was Hygiene bedeutet, und sie ernährt sich bio. Nur am Rande so erwähnen zu dürfen, zu müssen, um wen es sich handelt. Was denken Sie, was das für ein Skandal für Bayern ist, wie man mit ihr bis jetzt umgegangen ist? Und natürlich hat eine Anwältin den ersten Rechtszug versammelt, vergammelt oder wie auch immer, und versäumt, einen Antrag zu stellen für das, ja, für was denn? Baubiologische Gutachten. Baubiologisches Gutachten. Die zieht sich im Moment, ich sage im Moment, leicht aus der Affäre. Denn sie sagte unter anderem vor einigen Monaten: Es kann natürlich auch sein, dass mir ein Fehler unterlaufen ist, weil ich medikamentös im Moment beeinflusst bin durch meinen Unfall. Ich spreche jetzt von der Anwältin VD. Mittlerweile habe ich, ich möchte nicht übertreiben, 15 Richter oder, also mit Sicherheit 12 Richter konsultiert. Und natürlich auch mein Ketchup und Senf dazugefügt. Das ist hammerartig, dass man solche Menschen auf die Gesellschaft loslässt. Kommt Zeit, kommt Party, kommt Mega-Party. Denn diese Anwältin, die hat erstmal ein paar Nachprüfungen vonnöten. Dass man so mit Menschen umgeht, so verantwortungslos, und ich der Anwältin auch noch einen anderen Fall lanciert habe, und den wollte sie, obwohl sie ihn versemmelt hat, obwohl sie eine Handakte bei einem anderen Mandanten bekam, damit sie diese Sachen nicht nochmal generieren müsste, also generieren an Informationen und dann nicht nochmal dafür eine Kostennote berechnen müsste. Nein, sie beharrte darauf. Das ist höchst juristisch gesehen, ja, juristisch gesehen an die Wand gefahren. Ich sag noch nichts. Ich werde es aber. Glauben Sie es mir, dafür können Sie nichts. Aber das sind Aufhänger. Ich habe durch einen namhaften, großen, hochrangigen, der ist auch großkörperlich, wissbegierigen Juristen, Volljuristen, Staatsjuristen erfahren, so einiges. Und der sagte zu mir, das wörtliche Gehör wird sehr oft in Deutschland vernachlässigt. Ich weiß mittlerweile, wenn das wörtliche Gehör empfindlich agitiert wird, was für Chancen dann für den, in dem Fall, ja, negativ verlaufenden Prozessteilnehmer bedeutet. Er hat gute Chancen. Wenn ein Anwalt, der dabei sitzt, was kann halt. Oder eine Anwältin dabei sitzt, die was kann halt. Und es ist interessant, dass ich als Nichtjurist jetzt so viel Paragraphen fressen muss, damit ich die Varianten den Anwälten erklären darf und muss, was hier zu tun ist. Da stimmt doch was nicht, oder? Stimmt da alles in Bayern? Ich glaube nicht ganz, Herr Aiwanger. Wollen Sie wirklich Geschichte schreiben? Dann rufen Sie mich an. Dann schreiben Sie eine E-Mail an mich, an galacomtv@
gmail.com oder an gala@galacom.tv. Falls Sie eine Funkunterbrechung haben beim Anhören dieses Videos, wiederhole ich gerne nochmal meine beiden E-Mail-Adressen. Warum zwei? Das ist eine Reserve-E-Mail, falls die andere wieder voll ist, durch meine Bilddateien, die oft von Redaktionen kommen. gala@galacom.tv oder galacomtv@gmail.com. Und dann bringt ihr diese Plakatierung in der Nähe von Siemens sehr viel. Und dann muss ich Ihnen sehr dankbar sein, dass Sie so groß auf Werbung gegangen sind. Film bei galacom.tv. Courage, no limits. Und in dem Fall, im Schimmelfall, ist unter anderem auch die UNO eingeschaltet. Guten Tag. Das darf nicht sein. So vernichtet man Werte. Wenn Unternehmen sich nicht trauen, ein Statement abzugeben, was ganz klar auf der Hand liegt, weil sie eventuell mit Repressalienrechten rechnen müssten. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie keine Aufträge bekommen? Und deswegen bekommt eine unschuldige, aristokratische Gymnasialkindsmutter kein Recht? Da stimmt was nicht. Verstehen Sie das? Die Rechtsprechung ist hier absolut in Balance geraten. Und dafür stehe ich mit meinem Namen wie Herr Hipp. Den kennen Sie doch, oder? Kennen Sie den? Also ich kenne den. Wissen Sie, wer das ist? Kindernahrung. Ja, auch Zukunft. Gehen Sie einfach davon aus, dass ich das nicht stehen lasse. Und wer Zeichen setzt, ich versuche jetzt nur... Na, jetzt hängt mein Handy. Ich versuche jetzt nur, mein Handy einzuschalten. Ich bitte um etwas Geduld. Ich zeige Ihnen mein Antlitz. Bitteschön. Ich zeige Gesicht. Uli Hoeneß sagt, kennen Sie den? Wenn nicht, wer weiß denn das, wer das ist? Ja, dann auch wieder bitte galacom.tv. Uli Hoeneß, ja, das ist der, der sich sofort eingesetzt hat für Herrn Dominik Brunner, für die Foundation. Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein, wer wegschaut, wer weghört, ist Täter. Und nehmen Sie sich ein Beispiel von Herrn Jens Knieser, amtierender Richterbundpräsident Bielefeld. Der hat Augen und Ohren aufgemacht und hat zurückgerufen die entsprechenden Organe, die erforderlich waren, um Herrn Jens Knieser, nein, der ist frei, Herrn van Dij frei zu bekommen. Ein Anwalt? Der Mensch ist und mehr als kann halt. Aber nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern aus Hanoi, Vietnam. Als könnte man sagen, was geht das uns an? Nee, was geht das den Globus an, Herr Aiwanger? Heißen Sie so? Ja, da steht's. Und jetzt machen Sie ein Kreuz zugunsten der aristokratischen Gymnasialkindsmutter. Ich wiederhole es sehr oft, ich weiß, ist auch erforderlich, damit Sie auch wirklich eine E-Mail schreiben, ich Ihnen dann meine Mobilnummer, die Sie eigentlich auch haben über Ihre Sekretärin, dann mich kontakten können. Retten Sie nicht nur Bayern, sondern auch die Menschen. Denn ohne Mensch gibt's kein Bayern. Stimmt's oder habe ich recht? Guten Tag. Auch wenn wir jetzt in der Nacht sind. Aber ich möchte Sie aufwecken, damit Sie anrufen. José Carreras sagt immer, Ende des Jahres, jetzt wieder, rufen Sie an, wenn es um Leukämie-Spenden geht, für die Forschung. Rufen Sie an. Ich bin nicht José Carreras. Ich bin Mr. Winmore, galacom.tv. Vielen Dank.
dass Sie anrufen. Ich freue mich.